Assalamu alaikum, ihr Lieben, hallo und willkommen zurück bei So schön anders. Es gibt nach langer Zeit mal wieder ein Video und ich hatte über den Sommer ziemlich viel zu tun und mir ging es gesundheitlich auch nicht so gut und deswegen konnte ich keine Videos machen, obwohl ich gerne wollte. Aber jetzt geht es mir etwas besser und ich hoffe, dass ich jetzt wieder regelmäßig Videos machen kann. Zwar nicht so super oft. Also ich setze mir jetzt nicht das Ziel, irgendwie jede Woche da so ein Video rauszuhauen, aber so alle 2 bis 3 Wochen oder so hoffe ich, dass ich ein Video mit euch teilen kann. Und da mein gesundheitliches Problem, über das ich, mit dem ich über den Sommer zu kämpfen hatte, mit dem Thema Stress zu tun hatte, übrigens tut mir leid, dass meine Stimme heiser ist, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ja, weil mein gesundheitliches Problem mit ja, Stress, Dauerstress so Richtung Burnout zu tun hatte, dachte ich mir, es wäre ganz schön, wenn ich mit euch ein paar Dinge teile, die ich so über die letzten Monate über das Thema Stress in Verbindung mit ADHS, Hochsensibilität, Autismus, ja, gelernt habe. Und deswegen habe ich für euch ein paar Infos vorbereitet zum Thema Dauerstress und die könnt ihr euch jetzt gerne anschauen. Also zuerst wollte ich mit euch besprechen die Symptome von Dauerstress. Okay, also erstmal fühlt man sich natürlich gestresst, das merkt man ja, aber wie genau zeigt sich das, dass du sozusagen im Dauerstress bist? Weil Stress ist ja an sich nichts Schlechtes für uns und unseren Körper. Unser Körper braucht auch Stress, um sozusagen Motivation aufzubauen, damit man Sachen erreicht, damit man Sachen anpackt. Und Stress zu haben für kurze Zeit ist sehr gut für einen Menschen, weil das gibt uns Resilienz auch und macht uns sozusagen widerstandsfähiger. Aber das Problem ist, wenn wir im Dauerstress sind, wenn die stressigen Phasen also nicht mehr aufhören, wenn die sich nicht mit ruhigen Phasen abwechseln, sondern wir sind dauernd in einer Belastungssituation, dann wird es sehr problematisch für den Körper. Da kommt man dann sehr leicht an den Burnout auch. Okay? Also wie kannst du merken, woran kannst du erkennen, dass dein Körper dauerbelastet ist, dass du zu viel Stress hast und nicht genügend Pausen von dem Stress. Okay? Die erste Sache, die du merken wirst, ist, dass du erschöpft bist und gleichzeitig aufgedreht. Also, du fühlst dich total müde, du möchtest eigentlich schlafen, du kannst aber gar nicht schlafen, weil du bist gleichzeitig auch total aufgedreht und quirlig. Und kommst nicht zur Ruhe, obwohl du total müde bist. Okay, das ist ein sehr deutliches Zeichen von chronischem Stress. Dann die nächste Sache ist Zucker und Koffein. Also wenn wir sehr gestresst sind, dann wollen wir über den Tag verteilt ziemlich oft irgendwas Kleines zum Naschen oder wir brauchen unseren Kaffee und der muss stark sein und der muss, also über mehrere Stunden trinken wir viel davon. Okay, also Zucker und Koffein. Dieser Lebensstil von Zucker und Koffein plus sich gleichzeitig erschöpft und aufgedreht fühlen, okay, dieser Zustand führt bei uns zu Gewichtszunahme. Okay, du wirst merken, nach ein paar Wochen bis Monaten, wenn du im Dauerstress bist, dass du zunimmst. Und zwar besonders am Bauch und Hüften. Okay, das sind die zwei Bereiche von deinem Körper, wo du es am meisten spürst. Dann kann man Stress natürlich auch, sage ich mal, im Körper messen, und zwar durch Cortisol oder Cortison nennt man es auch auf Deutsch. Okay, das ist das Stresshormon. Das ist ein Hormon, was unser Körper bildet, um eben unseren Stress zu regulieren und zu modulieren. Und das kann man, den Stress kann man im Körper messen. Es gibt, glaube ich, Bluttests, die aber nicht besonders aussagekräftig sind, weil die nur an einem bestimmten Tag, Moment am Tag, wann dir halt das Blut abgenommen wurde, messen.
Um dein Stressproblem mit Cortison aber zu verstehen, musst du eigentlich über den Tag hinweg dein Level sehen. Und deswegen sind Speicheltests besser. Es gibt, glaube ich, auch sehr gute Urintests. Und dann gibt es auch so ganz außergewöhnliche Methoden, wo sie zum Beispiel an deinen Haaren, an deinem Kopf messen, weil dort sozusagen die Haare sind abgestorbenes Material und dort wird es sozusagen eingespeichert. Da kann man noch Spuren von dem Cortison erkennen, die dort in den Haaren gespeichert sind. Und da kann man über ziemlich lange Zeit, je nachdem wie lang deine Haare sind, deine Stresslevels also rückwirkend noch sehr lange nachverfolgen. Ich glaube aber nicht, dass das in Deutschland irgendeine Kasse zahlt oder so. Aber diese Symptome, die ich euch oben schon genannt habe, hier erschöpft und aufgedreht sein, Zucker, Koffein und dann diese Gewichtszunahme, die reichen eigentlich schon, um auch ohne Test zu wissen, dass man im Bereich Cortison da irgendwie ein Problem hat. Und zwar werden wir es jetzt noch genauer besprechen, indem wir uns hier die Kurve anschauen. Also, es ist so. Die Cortisonkurve, die funktioniert so, dass im normalen Zustand, okay, wenn der Mensch normal gestresst ist oder normale Belastung hat, dann fängt das Cortison hier am Anfang vom Tag in der Früh ziemlich hoch an. Also wir steigen schon mal ein mit einem guten Cortisonlevel, weil wir brauchen ja Energie, um jetzt den Tag zu starten. Okay? Und dann bleibt das Cortison hier oben und erst über den Nachmittag sinkt es immer weiter ab, bis wir nachts, also abends, wenn es zu Bettgehzeit ist, langsam hier unten ankommen, wo das Cortison dann ganz niedrig ist, weil wir dann müde werden. Und dann ist dieses andere Hormon, was für Schlafen zuständig ist, ist dafür ganz hoch. Ich habe jetzt den Namen vergessen, es ist ein Name mit M. Okay, so ist der Normalzustand. Okay, was passiert jetzt bei Dauerstress? Wenn wir Dauerstress haben, ist unsere Kurve total scheps. Die ist genau andersrum, als sie sein soll. Wir fangen morgens, wenn unser Tag beginnt, hier unten an. Wir sollten eigentlich hier oben sein, sind wir nicht. Wir sind hier unten, haben ganz, ganz wenig Cortisol, sind total gerädert und müde und kommen nicht aus dem Bett. Okay? Kennt ihr. Dann ganz, ganz langsam steigt diese Kurve. Jede Stunde hier am Vormittag bis Nachmittag fast ist eine Qual, bis wir dann langsam hier an den Punkt kommen, wo es ein bisschen besser wird. Jetzt sind wir aber schon am Nachmittag. Okay, jetzt sind wir am frühen bis späten Nachmittag. Dann steigt es hier immer weiter. Jetzt wird es langsam abends und nachts. So, jetzt sind wir hier mitten in der Nacht und unser Cortisol-Level ist total hoch. Was heißt es? Wir haben den ganzen Tag jetzt hinter uns gebracht. Okay, sind erschöpft, sind eigentlich müde. Jetzt ist aber unser Cortison so hoch, dass wir nicht einschlafen können. Wir brauchen jetzt also noch mal ein paar Stunden, wo unser Cortison langsam wieder ein bisschen absinkt, bis wir ganz spät in der Nacht ein bisschen tiefer kommen, sodass wir zumindest einschlafen können. Dann schlafen wir ein paar Stunden. Und was passiert am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen geht das Gleiche hier wieder los. Wir fangen ganz tief unten an, weil wir ja am Ende auch hier ganz tief gefallen sind. Okay? Also, unsere Kurve ist genau andersrum. In der Früh, wo wir eigentlich Energie brauchen, so wie hier, haben wir keine. Und nachts hier, wo wir eigentlich keine Energie brauchen, wo wir schlafen wollen, da haben wir einen Überschuss an Energie. Okay? Das ist das Problem mit der Cortisonkurve. Also, dass du dieses Problem hast, merkst du eben, wenn dein Schlafrhythmus nicht richtig funktioniert. Ein Problem, das viele Menschen mit ADHS haben. Sehr viele. Okay? Sie können morgens nicht gut aufstehen, sind keine Morgenmenschen und sind nachts sehr lange wach. Und nicht unbedingt, weil sie wollen, sondern weil sie auch nicht schlafen können. Okay, es gibt ja Menschen, die sind einfach gerne lange auf, aber die sind morgens trotzdem einigermaßen aktiv. Die brauchen einfach ein bisschen, vielleicht 1 bis 2 Stunden weniger Schlaf als manche andere. Aber das meine ich nicht. Ich meine Menschen, die morgens total gerädert sind und nicht aus dem Bett kommen und abends, obwohl sie müde sind, nicht schlafen können. Okay, das ist das Zeichen davon, dass hier dein Cortisol Level nicht optimal ist. Okay, dein Rhythmus ist nicht so, wie er sein soll.
Okay, Cortisol steht für Stress. Also Stress hat ja jeder Mensch, nicht nur Menschen mit ADHS. Und es gibt viele Gründe, warum der Mensch gestresst sein kann. Aber bei ADHS sind es bestimmte Probleme, die mit der ADHS zu tun haben. Und zwar hat es mit dem Filter zu tun. Okay? Der Filter, den könnt ihr euch so vorstellen, wie hier so eine Filtertüte wie beim Kaffee. Okay? Und da haben wir hier oben die ganzen Reize. Das sind jetzt alle unsere Umgebungsreize, okay? Was halt so gerade in deiner Umgebung, wo du dich aufhältst, los ist. Okay? Diese ganzen Reize schwirren rum in unserer Umgebung und der Sinn von unserem Filter ist, dass wir das alles da reinschmeißen und es läuft durch den Filter und unten kommt nur noch ein bisschen raus. Da geht nicht alles durch, sondern nur ein bisschen. Was kommt da unten raus? Nur noch das, was jetzt in dieser Situation, in dem Moment, in dem ich mich gerade befinde, wichtig ist. Das, was jetzt relevant ist, das kommt nur noch unten raus und der Rest bleibt hier oben im Filter. Okay? Dafür ist der Filter, so war der eigentlich mal, also so ist er eigentlich gedacht, dass der funktionieren soll. Okay? Was hat das jetzt mit ADHS und unserem Stress zu tun? Wie ihr wisst, ist bei uns ADHSlern der Filter ein sehr, sehr großes Problem. Wie sieht also unser Filter aus? Tada, hahaha. Unser Filter ist kein richtiger Filter, okay? Unser Filter hat überall die gleiche Dichte, okay? Und was da oben reinkommt, kommt unten wieder raus. Genau das Gleiche, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben also im Endeffekt keine Filterung. Wir kriegen die ganzen Reize aus unserer Umgebung ungefiltert mit. Und dieses ganze Sammelsurium hier unten ist ja auch der Grund, warum wir uns dann so fühlen. Okay? Warum wir überfordert und gestresst sind. Weil es einfach zu viel Information ist. Okay? Wir sollten eigentlich nicht mit so viel Info konfrontiert werden. Aber da unser Filter hier oben nicht funktioniert und alles durchlässt, sind wir am Ende eben mit diesen ganzen Reizen und müssen irgendwie damit klarkommen. Okay, das ist der Grund, warum Menschen mit ADHS oft erhöhte Cortison-Levels haben. Okay, weil diese ganze nicht funktionierende Reizfilterung ist natürlich belastend. Das ist der Grund, warum du nicht wie andere Leute 8 Stunden am Tag arbeiten kannst, sondern du merkst schon nach 3 bis 4 Stunden, puh, ich brauche jetzt dringend mal eine größere Pause und spätestens nach noch 1, 2 Stunden bist du völlig am Ende und sagst, mehr kann ich eigentlich nicht arbeiten. Es sei denn, ich nehme Medikamente oder wenn ich das länger mache, dann sind die letzten Stunden so eine Qual, dass es mir nicht mehr gut geht. Mein Umfeld kommt auch nicht gut mit mir klar, weil ich einfach nicht gut zu haben bin. Okay? Also wir merken das, dass die alltäglichen Belastungen, die andere Leute scheinbar so mit links hinkriegen, und wir wundern uns immer, warum schaffen die das? Warum sind die so viel belastbarer als wir? Und der Grund, warum sie belastbarer ist, ist, weil bei ihnen am Ende nur so viel übrig bleibt und bei uns bleibt am Ende das alles übrig, mit dem wir klarkommen müssen. Und deswegen sind wir gestresst und sie nicht. Okay? Oder sie nur ein bisschen. Okay. Also, was sollen wir jetzt tun? Was können wir jetzt tun, damit es besser wird? Irgendwas muss man ja machen können. Also, die erste Sache, die ganz wichtig ist, die ist aber auch die schwerste. Ich sage es euch ganz ehrlich aus Erfahrung, das ist eine der schwersten Sachen. Zucker vermeiden. Okay, und das macht keinen Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß, weil wir haben uns dadurch, dass unser Cortison eben in der Früh so niedrig ist, so wie ich es euch hier oben gezeigt habe, hier sind wir ganz niedrig und dann brauchen wir Zucker und Koffein und noch mehr Zucker und noch mehr Koffein, damit wir ein bisschen höher kommen hier in der Kurve. Okay? Das ist der Grund, warum wir danach dieses starke Bedürfnis haben. Und das ist ganz schwer. Es ist wirklich schwer, sich das abzugewöhnen. Aber wenn man wenn man versucht, es sich abzugewöhnen und wenn man sich auch nicht überfordert, wenn man jetzt nicht an sich selber den Anspruch hat, okay, das ziehe ich jetzt durch in einer Woche, in 7 Tagen von heute bin ich irgendwie frei von Zucker, habe ich mir Zucker abgewöhnt. Es wird nicht funktionieren, du musst ganz geduldig mit dir sein und das als langfristige, ja, Lebensstilveränderung sehen.
und muss das in kleinen Schritten machen. Aber wenn man es schafft, dass man sich diese kleinen süßen Snacks und immer diese Shots von Kaffee abgewöhnt, dann gewöhnt man seinen Körper eben wieder um an den normalen, regulären, natürlichen Cortison-Rhythmus. Und langsam findet unser Körper dann wieder rein in diesen Rhythmus von morgens habe ich viel Cortison und über den Tag wird es weniger und abends, wenn ich schlafen will, ist der Cortisonspiegel niedrig, sodass ich einschlafen kann und nicht eben genau andersrum, so wie es im Stresszustand bei uns ist. Okay, dann kommt der nächste Punkt, viel schlafen. Viel schlafen. Also, es ist natürlich schwer, zeitweise zu schlafen, weil das ist ja eins der großen Probleme, dass man nicht einschlafen kann. Tagsüber sind wir aber doch schon sehr müde. Also ein erster Schritt kann sein, dass man tagsüber versucht, so gegen, also entweder am Vormittag oder am frühen Nachmittag oder so, wenn halt die Müdigkeit kommt, dass man versucht, da bewusst Pausen einzulegen, wo man vielleicht auch mal eine halbe Stunde, Stunde sich wirklich hinlegen kann und vielleicht auch einschlafen kann. Wenn man das regelmäßig macht, macht das einen großen Unterschied. Und wenn man nicht schlafen kann, dann kann man sich trotzdem einfach die Pause gönnen und sich einfach nur hinlegen und rasten, auch wenn man wach ist. Und mit Rasten meine ich jetzt, dass man nicht sich hinlegt und Netflix guckt. Das meine ich nicht, sondern du musst dich daran gewöhnen, eine ganz reizarme bzw. reizfreie Umgebung zu schaffen und dass du das aushältst, beziehungsweise irgendwann an den Punkt kommst, dass du das genießt. Also, dass du dein Handy weglegst, dass du YouTube ausmachst, dass du Netflix ausmachst, dass du dich von anderen Leuten nicht stören lässt. Also, ich zum Beispiel hatte ja, meine Kinder sind jetzt 11 und fast 8 Jahre alt, aber vor ein paar Jahren noch, als die sehr klein waren, sind die ja ständig, wenn die zu Hause waren, nach Schule und Kindergarten, ständig zu mir gekommen. Alle paar Minuten, weil sie irgendwas wollten oder gebraucht haben oder ich soll bei den Hausaufgaben mal hier gucken oder da oder was auch immer. Und du bist immer auf Abruf. Also du musst dann lernen, Grenzen zu setzen und deinen Kindern zum Beispiel auch beizubringen. Ich lege mich jetzt hier eine halbe Stunde hin, auf mein Bett oder auf die Couch oder was auch immer. Ich mache die Tür zu und ihr kommt jetzt nur zu mir rein, wenn das ganz, ganz dringend ist. Und ansonsten dürft ihr erst wieder kommen, wenn diese Tür wieder offen ist. Oder wenn sie noch klein sind und Türe zu schlecht aushalten können, lasst man die Tür offen, aber sagt ihnen, ihr müsst ganz leise sein, ihr dürft nicht mit mir reden, außer es ist ein Notfall. Und dass man Kinder daran gewöhnt, dass auch du als Mama zum Beispiel Pausen brauchst und nicht immer ansprechbar bist. Oder in der Arbeit musst du vielleicht manchmal Grenzen ziehen und sagen, entweder reduziere ich meine Arbeitszeit, sodass ich immer nur, sage ich mal, 4 oder 5 Stunden, ich mache Teilzeit und arbeite nur 4 bis 5 Stunden. Oder ich lege mir bewusst eine lange Pause zu und bespreche das mit meinem Arbeitgeber, dass ich lange Pause machen kann. Oder wenn es besser für mich ist, mehrere kürzere Pausen zu haben, aber dann mehr als eine, wenn ich dafür ziemlich lange arbeiten muss. Oder was halt für dich passt, okay, was in deiner Situation halt Sinn machen würde, wo du Zeit zum Rasten bekommst. Also es ist ganz wichtig, viel zu schlafen und wenn du nicht schlafen kannst, dann zumindest zu rasten. Okay, dann kann man natürlich auch mit Nahrungsergänzung was machen. Und zwar das Allerwichtigste eigentlich, das wichtigste Vitamin, was wir brauchen, wenn es um Stress und Cortison geht, ist Vitamin C. Und das Zweitwichtigste, oder die beiden sind fast genauso, fast gleich wichtig, ist Magnesium. Die beiden sind ganz, ganz wichtig zur Regulation von Cortison in unserem Blut. Okay? Und die Frage ist dann immer, okay, wie viel soll ich nehmen? Also Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin, ist also nicht besonders, sage ich mal, ist kein großes Risiko, dass man überdosiert. Okay? Wenn du einigermaßen trinkst jeden Tag, dann leitet dein Körper einfach alles, was ihm zu viel ist, wieder aus. Also wie viel soll man nehmen von Vitamin C und Magnesium? Ich habe mal einen ganz tollen Tipp gehört, der mir echt gefallen hat. Da hat eine Psychologin, die auch, glaube ich, Ernährungsberaterin ist und die mit Patienten mit Dauerstress arbeitet, die empfiehlt denen immer, du fängst mit dem ersten an, also Vitamin C meinetwegen, und du erhöhst die Dosis,
bis du an den Punkt kommst, wo du merkst, dass du leichten Durchfall bekommst. Weil das ist eigentlich das Zeichen von deinem Körper, dass es jetzt genug bzw. ein bisschen zu viel ist. Du nimmst also jeden Tag steigerst du es ein bisschen, bis du merkst, dass du leichten Durchfall bekommst. Wenn du an dem Punkt bist, dann nimmst du ein bisschen weniger als die Dosis, die du hattest, und bei der bleibst du dann dauerhaft. Okay, dann bist du sozusagen eingestellt, so kurz vor dem Durchfall. Okay, und beim Magnesium machst du es genauso. Wenn du Vitamin C dich eingestellt hast und weißt, was deine tägliche Ration ist, dann machst du das gleiche mit Magnesium. Du fängst an und steigerst es, bis du Durchfall bekommst. Dann an dem Punkt reduzierst du ein bisschen unter dem Punkt von Durchfall ist sozusagen deine ideale Grenze, wenn du gerade sehr, sehr viel Stress hast und den Stress reduzieren musst. Okay? Also das ist so ein Anhaltspunkt für euch. Dann gibt es was Indisches. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Das heißt Ashwagandha. Mann, ich liebe es. Ich sag's euch, ohne mein Ashwagandha könnte man mich wegschmeißen. Ashwagandha ist so ein, wie nennt man das? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Es ist auf jeden Fall so ein, da sind Stoffe drin, die sind adaptive, glaube ich. Also sie passen sich an deinen Körper. Das heißt, Ashwagandha moduliert den Stress für dich. Wenn dein Stress zu niedrig ist, dann macht Ashwagandha, dass du mehr produzierst. Wenn Cortison zu niedrig ist und wenn Cortison zu hoch ist, dann macht es, dass du weniger produzierst. Okay, dass der Blutwert runtergeht. Und das ist super, weil das hilft dir über den Tag hinweg. Also ich nehme Ashwagandha immer morgens. Morgens zusammen mit meinem Vitamin C. Die beiden nehme ich morgens sozusagen als den Kick-in-Hammer, okay? Einmal eine gute Dosis Vitamin C. Und dann Ashwagandha, das mir hilft, dass morgens mein Cortison hoch bleibt. Okay? Und dann nehme ich noch mal einen abends vorm Schlafen gehen, so eine halbe Stunde, Stunde bevor ich schlafen gehe, weil das hilft mir dann runterzukommen. Okay? Morgens brauche ich es also eher, weil ich ja quasi genau wie wir es hier oben besprochen haben, ich bin ja gerade dabei, mich von dieser Kurve hier mehr auf diese zu verlagern. Und dann brauche ich natürlich morgens Unterstützung, damit meine Werte steigen und abends brauche ich Unterstützung, damit meine Werte sinken. Okay? Und das macht Ashwagandha. Also deswegen mag ich das sehr gerne. Ja. Und das Letzte, was ich euch noch ans Herz legen kann, ist Vitamin D3. Das ist ja für ganz viele Sachen ganz wichtig. Ist eigentlich ein Hormon und kein Vitamin. Wird aber Vitamin genannt. Ist auch für die Immunabwehr im Winter total wichtig, dass man nicht so schnell krank wird. Aber Vitamin D3 ist auch bekannt dafür, dass es Menschen mit ADHS hilft, ihre Symptomatik zu verbessern und ihren Leidensdruck zu verbessern. Okay? Und das schauen wir uns jetzt kurz an, warum das so ist, dass Vitamin D3 uns bei ADHS hilft. Es ist nämlich so, im Körper schwimmt Cholesterin bei uns. Okay, das nehmen wir durch bestimmte Nahrungsmittel und so auf. Wisst ihr ja, wenn man irgendwie gesagt bekommt, du musst, dein Cholesterin ist zu hoch, dann sollst du auf dieses und jenes Lebensmittel verzichten. Okay, also wir nehmen Nahrungsmittel zu uns und die bilden Cholesterin oder die sind cholesterinhaltig und aus dem Cholesterin in unserem Körper macht unser Körper, der baut daraus dann Cortison oder Cortisol, wie ich es vorher genannt habe, eben dieses Stresshormon. Okay? Das wird aus Cholesterin gemacht. Okay? Jetzt kann es natürlich passieren, was bei vielen Menschen der Fall ist, dass das Cortison entweder zu hoch ist also überschüssig, oder es ist zu niedrig. Ja? Oder über den Tag verteilt eben manchmal zu hoch und manchmal zu niedrig. Okay, da kommen dann genau diese Stressprobleme. Und dafür hilft uns Vitamin D, weil Vitamin D reguliert unser Cortison und macht, dass es sozusagen auf einem gleichbleibenden Level ist und nicht so. Okay? Das macht Vitamin D3. Und deswegen ist Vitamin D unser Freund und macht, dass wir glücklich sind, okay? Und in Bezug auf den Filter, den wir vorher besprochen haben, ist es so, dass dieses Vitamin D,
kann ja nicht unseren Filter verändern hier, den wir hier haben. Der bleibt ja sozusagen, wie er ist. Der wird nie, also der wird durch Vitamin-3-Einnahme ja nicht verändert. Deswegen funktioniert ja nicht unser Filter besser. Okay? Aber was Vitamin D3 macht, ist, dass diese ganze Menge hier an Reizen, die uns davor sehr gestresst haben und die einfach durch ihre Menge ausgelöst haben, dass bei uns sehr viel mehr Cortison produziert wird. Vitamin D3 macht, dass einfach weniger Cortison, weniger gemacht wird, obwohl wir diese vielen Reize haben. Und das führt eben dazu, dass wir am Ende, obwohl wir die gleichen Reize haben, uns aber besser fühlen. Also was heißt das? Die Reize werden nicht weniger, aber wir kommen besser damit klar. Unser Alltag ist nicht anders geworden. Wir haben nicht weniger Stressfaktoren. Unsere Umgebung, wo wir uns aufhalten, ist nicht weniger laut oder was auch immer. Aber wir kommen einfach besser damit klar. Okay, es stresst uns nicht so. Unser Cortison schießt nicht so hoch oder ist zu tief, wie es vorher war, sondern es ist mehr so, wie es über den Tag verteilt sein soll. Und wir fühlen uns dann einfach so, dass wir es handeln können. Okay? Ja, das war es eigentlich schon für heute. Ich glaube, es ist jetzt sogar länger geworden, als ich wollte, das Video. Aber ich hoffe, dass es euch interessiert, dass da ein paar nützliche Infos für euch dabei sind. Vielleicht finde ich noch ein paar Links zu Studien, wo diese Sachen über die Nahrungsergänzung und wie Cholesterin, Cortison und Vitamin 3 und sowas zusammenhängen, wo das alles nochmal erklärt wird. Wer das nachlesen möchte, dann schreibe ich euch unter den Link zum Video noch diese Links zu den anderen Infos dazu. Dann könnt ihr das anklicken und könnt euch das nochmal genauer anschauen. Okay? Also dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und ein bisschen was gelernt habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!